glaube, wir sind ganz gut vorbereitet auf diesen Gegner. Moin, mein Name ist Sven Steingräber, spiele beim TSV Schilksee, bin jetzt seit 2013 circa dabei und ja, freue mich auf die neue Herausforderung. Ja, moin, Patrick Pieska mein Name, ich bin von den Montekickern in Travemünde, bin seit April 2013 dabei und ja, mal schauen, was das hier heute so wird. Moin, Christa Reiser, komme vom TSV Klausdorf, bin seit 2015 meine erste Nominierung und dritte Mal dabei. Moin, ich bin Niklas Ludwig, spiele bei der Husumer SV und das ist meine zweite Maßnahme. Moin moin, ich bin Florian Stahl, spiele bei T08 und bin hier das Ugestein. Klar, du rutschst doch mit dem Ball hier ins Aus. Ich spiele 5 Minuten, 5 gegen 2, ein bisschen, damit wir reinkommen, dann übernimmt der... Behalten die Blickrichtung bei. Genau, schwingt die Arme mit. In der DFB-Nationalmannschaft sind Schleswig-Holstein ja eher die große Ausnahme, wenn man vielleicht von Andi Köpke mal absieht. Wie kommt es, dass Schleswig-Holstein in der Bundeswehr-Nationalmannschaft so stark vertreten ist? Gibt es da eine Erklärung für? Wahrscheinlich, weil das Niveau in Schleswig-Holstein so gut ist. Nee, Quatsch. Kann ich dir jetzt so eine Antwort auch gar nicht drauf sagen, aber wahrscheinlich sind wir auch gut vernetzt. Wir, also auch der Florian und ich, wir gucken auch immer so, wo denn Leute halt auch sind, geben Empfehlungen zum Trainer. Und wenn die Leute dann in den Sichtungstrainingslagern überzeugen, dann werden die halt auch wieder eingeladen. Und ich denke mal, so ist auch eine ganz gute Maßnahme, beziehungsweise ist eine gute Idee, so Leute zu generieren. Und wenn halt so viele aus dem Norden sind, das freut uns natürlich auch. Das stärkt natürlich auch unsere Fahrgemeinschaft. Was war denn bisher so das Highlight mit der Bundeswehr-Nationalmannschaft? Für mich persönlich zwei Highlights. Einmal die WM in Baku 2013 und dann jetzt dieses Jahr die WM im Oman. Ne? Ist natürlich Events, Highlights, die man dann gerne mitnimmt und nicht wieder vergisst. Was ist bei der Bundeswehr-Nationalmannschaft anders als im Verein? Ja, absolut. Die Professionalität würde ich ganz klar sagen. Und die Qualität von den einzelnen Spielern ist halt einfach enorm. Da merkt man einfach, dass hier wirklich die Creme de la Creme der Bundeswehr spielt. Also positionsmäßig bin ich hier auch wie im Verein aufgestellt. Natürlich konnte ich mich hier noch nicht so zeigen, weil es meine zweite Maßnahme ist. Aber wie gesagt, hier dabei zu sein, das bringt einen schon weiter. Allein das Training, die ganzen Mitspieler, die haben alle gut was drauf. Und da lernt man halt, ne? Herr Barne, zwischen Oman und Hemsen liegt ein bewegtes Jahr für die Bundeswehr-Nationalmannschaft. Was waren so die Höhepunkte in diesem Jahr? Ja, Sie sprachen es ja gerade schon an, der Oman selber mit der Weltmeisterschaft, wo wir dann bei einem guten Turnier das Viertelfinale erreicht haben, war natürlich eine tolle Sache. Des Weiteren hatten wir im Juni dann noch ein Länderspiel gegen England. Und da muss man wirklich sagen, das war am Tag der Bundeswehr. Es war eine große Resonanz in Richtung des Spiels und gegen England macht es immer Spaß, im Bereich dann Fußball zu spielen. Und wir hatten an dem Tag auch wirklich ein hervorragendes Spiel gemacht. Das Spiel haben wir mit 3-0 gewonnen. Vor der Führung bei uns hier der Inspekteur, der stellvertretende Inspekteur der Streitkräfte war vor Ort als Repräsentant. Der höchste englische Militär in Deutschland war auch vor Ort und die gesamte Veranstaltung war eine tolle Veranstaltung, genauso wie hier in Hemsen. Es galt dieses Jahr abzuschließen. Wir haben gehofft, dass wir hier ein besseres Ergebnis erzielen können, um zu sehen, wie stehen wir im nationalen Bereich. International weiß man, wo wir ungefähr stehen, weil wir militärisch uns häufig messen. Aber es war jetzt für uns mal wirklich eine tolle Sache, hier jetzt gegen den Drittligisten SV Meppen zu spielen. Wir sind froh, dass das Spiel stattgefunden hat. Leider nicht vor einer großen Zuschauerkulisse und auch nicht bei guten Wetterverhältnissen. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt wieder unsere Defizite aufgezeigt bekommen, wo wir noch dran arbeiten müssen. Aber das ist das Gute. Im nächsten Jahr steht wieder eine Weltmeisterschaftsqualifikation an. Wie groß ist der Kader, aus dem Sie so schöpfen?
Gut, ich habe das große Glück, dass wir Anfang des Jahres eine Kaderliste haben, wo wir sagen, okay, das sind unsere Top 30, 40 Spieler. Aufgrund der Laufbahnverordnung, die wir haben, ist es häufig nicht so möglich, dass wir immer dieselbe Mannschaft zusammenbekommen. Wir sind ja auch disloziert. Wir spielen ja eigentlich nur bei Benefizveranstaltungen oder bei Länderspielen mal zusammen. Das sind 6 Veranstaltungen vielleicht im Gesamtjahr. Aber aus diesem Kader von den 30, 40 Spielern rekrutieren wir immer wieder dann den Kader oder stellen wir den Kader zusammen. Florian Stahl ist eine feste Größe, denke ich, in der Bundeswehr-Nationalmannschaft. Was sind so seine Qualitäten? Ja, muss man ganz klar sagen. Florian hat sich in den vergangenen Jahren so stark wieder als Führungsspieler in dieser Mannschaft ganz einfach etabliert. Und er ist einfach für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Bindeglied zwischen der Mannschaft. Ja, seine Qualitäten ist ganz einfach, er gibt nie auf, ist als Führungsspieler immer präsent und man sieht es ja auch im letzten Jahr, in dem Aufstiegsjahr von Eutin hat er die Tore geschossen und für uns ist das ein ganz, ganz klarer Führungsspieler und wir hoffen, dass wir lange immer noch was von ihm haben. Er geht ja jetzt leider jetzt erstmal in den Einsatz, hoffen, dass er Eutin aber nach dieser Zeit auch dann wieder unten aus dem Tabellenkeller herausspielen kann.